Erstes Beispiel, wir haben da bei uns auf dem Campus solche Laternen stehen, die das alles erleuchten. Wie viele Leute könnten eigentlich auf so eine Laterne klettern, ohne dass die knickt? Gesucht ist also, wenn wir diese Laterne von oben mit einer vertikal nach unten wirkenden Kraft belasten, die Größe dieser Kraft, bei der diese Laterne eben gerade anfangen würde zu knicken. Und da müssen wir erstmal mutig ein paar Geometrie- und Materialparameter schätzen. Und da wäre also, die Laterne hat natürlich eine Höhe, sagen wir mal, das wären 6 Meter. Der Querschnitt ist kreisringförmig. Da müssen wir Durchmesser und Wandstärke schätzen. Durchmesser könnte man noch ablesen. Sagen wir mal, der Durchmesser wären so 150 mm. Und die Wandstärke werden so wenige Millimeter sein, sagen wir mal 3. Außerdem brauchen wir noch Angaben zum Werkstoff. Nehmen wir mal an, das wäre preisgünstiger Baustahl. Dann hätten wir ein E-Modul von 205 Gigapascal und eine Streckgrenze von 235 Megapascal. Mit diesen Daten können wir uns jetzt an die Arbeit machen. Im Video mit dem Wichtigsten in Kürze hatten wir den roten Faden einer Eulerfallberechnung vorgestellt. Da wäre also erster Schritt Eulerfall ermitteln, daraus ergibt sich dann die Knicklänge. Zweiter Schritt Schlankheitsgrad und Grenzschlankheitsgrad bestimmen und dann kommt die Fallunterscheidung. Wenn der Schlankheitsgrad größer als der Grenzschlankheitsgrad ist, rechnen wir es mit der Eulerschen Knicklast. Wenn der Schlankheitsgrad kleiner als der Grenzschlankheitsgrad ist, rechnen wir als kritische Kraft diejenige Kraft raus, die die Spannung im Träger zu 80% bis zur Streckgrenze bringt, denn wenn dann noch so ein paar Ungereimtheiten sind und die Streckgrenze doch erreicht wird, da bricht ja der E-Modul zusammen und dann könnte der Stab auf diese Weise auch versagen. Gut, beginnen wir also mit dem Eulerfall. Der ist einfach zu bestimmen, ist hier unten fest eingespannt, oben gibt es keine weitere Einspannung, also Eulerfall 1. Und dann ist die Knicklänge das Doppelte der tatsächlichen Länge, nämlich 12 Meter. Dann zum Schlankheitsgrad. Der Schlankheitsgrad ist diese Gleichung, Knicklänge steht hier oben, mal Wurzel aus Flächeninhalt geteilt durch das axiale Flächenträgheitsmoment bei Biegung. Und dann gucken wir uns nochmal den Flächenquerschnitt an. Der Flächeninhalt. Hier haben wir ja den Querschnitt, ist praktisch der äußere Kreis von 150 mm Durchmesser minus der Fläche des inneren Kreises. Die hat dann 2 mal 3, also 6 mm weniger Durchmesser. So kriegen wir den Flächeninhalt in den Griff und das axiale Flächenträgheitsmoment ist gleich nach dem axialen Flächenträgheitsmoment des Außenradius minus dem axialen Trägheitsmoment dieses Lochs innen drinnen. Lässt sich deswegen ohne steinische Ergänzung berechnen, weil ja sowohl äußerer Kreis als auch innerer Kreis den gleichen Mittelpunkt haben und deswegen die gleiche neutrale Phase aufweisen. So, legen wir also los. Knicklänge am besten in Millimetern angeben, weil alles andere auch in Millimetern ist. Und dann kommt der Flächeninhalt. Die Formel für den Flächeninhalt ist Pi r Quadrat und dann nehmen wir Pi mal in Klammern Außenradius zum Quadrat minus Innenradius zum Quadrat. Haben wir also Pi mal Pi Außenradius zum Quadrat minus Pi mal Innenradius zum Quadrat. Das ist der Flächeninhalt des Kreisringes. Und für das axiale Flächenträgheitsmoment bei Biegung gilt, die Formel ist Pi Viertel mal r hoch 4, also nehmen wir Pi Viertel mal Außenradius hoch 4 minus Pi Viertel mal Innenradius hoch 4. Alles in den Taschenrechner eintippen. Die Millimeter kürzen sich vollständig raus und übrig bleibt eine dimensionslose Zahl, nämlich 231. So schlank ist also der Träger. Ist das jetzt schlank oder ist das nicht schlank im Sinne des Eulerschen Knickens? Nun, dazu müssen wir den Grenzschlankheitsgrad kennen. Und wenn diese 231 größer als der Grenzschlankheitsgrad ist, dann ist es schlank im Sinne der Eulerschen Knicktheorie. Wenn es kleiner als 231 ist, dann ist es nicht schlank. Der Grenzschlankheitsgrad hat diese Gleichung, Pi mal Wurzel e durch 0,8 rp. Alle Zahlenwerte einsetzen. Auch hier kürzen sich alle Einheiten raus, Megapascal über und unterm Bruchstrich nämlich. Und es bleibt die dimensionslose Zahl 104.
Ja, jetzt im vierten Schritt müssen wir die Fallunterscheidung machen. Wir gucken uns die Werte von Lambda, Lambda 0 an, stellen fest, wenn Lambda größer als Lambda 0 ist, ist dieser Balken praktisch schlank und wir können die kritische Kraft aus dieser Gleichung für die Eulersche Knickkraft bestimmen. Und von den Größen, die da eingehen, haben wir eigentlich alles schon bei Schlankheits- oder Grenzschlankheitsgrad gebraucht. Na, dann schreiben wir es einfach nochmal alles hin. Diesen Ausdruck haben wir da. Gucken wir mal, was so mit den Einheiten alles passiert. Wir haben überm Bruchstrich Millimeter hoch 4 und unterm Bruchstrich Millimeter Quadrat nochmal Millimeter Quadrat macht Millimeter hoch 4. Kürzen sich also alle Millimeter raus. Und übrig bleiben allein diese Newton hier vorne. Das bedeutet, wir kriegen als Ergebnis einen Wert in Newton, so soll es ja wohl auch sein. Und was da alles rauskommt, sind 52.600 ungefähr, also 52,6 Kilonewton ist das Ergebnis. Und zwar eigentlich gar nicht nach der Kraft gefragt, sondern nach der Anzahl der Leute, die da hochklettern können. 1 Kilonewton ist ja die Gewichtskraft von 100 Kilogramm, könnten also reichlich 50 schwergewichtige Leute darauf klettern, ohne dass unter den von uns angenommenen Bedingungen, also Geometrieparameter und Vernachlässigung des Eigengewichtes, die Laterne knicken würde.